Die meisten Filipinos haben in dieser Verwüstung 6 Tage ohne genug zu essen und zu trinken müssen auskommen und ums Überleben müssen kämpfen. Wie viele Filipinos momentan unter den schlimmsten Bedingungen müssen Hunger leiden, hat auch der Fritz Neuberg, Pressesprecher der Organisation ADRA, erlebt. Die Situation vor Ort ist sehr schlimm. Ich habe noch nie so eine Verwüstung von einem Taifun gesehen. Und ein ganz starker Eindruck ist, wenn man von Cebu City entlang fährt, dann sieht man so alle 100 Meter Kinder stehen mit dem Schild, wir haben Hunger. Viele Menschen haben wegen dem Taifun die ganze Ernte verloren. Wenn die Katastrophenhelfer mit ihnen reden, hören sie von allen das Gleiche, wie der Fritz Neuberg sagt. Wie soll das weitergehen? Wir haben nichts zum Essen, wir haben nichts zum Trinken. Das ist eine trostlose Situation.